Hallöchen, ihr der Nalefir, willkommen zurück bei No One Survived, ihr Lieben, wo es heute weitergeht, immer noch im Stream. Zurück ins Industriegebiet. Wir gehen heute erstmal hier zu der Tanke und schauen uns dann hier nochmal in diesem Bereich um. Da war das der große Supermarkt und auch nochmal so eine Lagerhalle, die würde ich ganz gerne mitnehmen. Bevor wir alles reingehen, fahren wir hier unten rein mit Rino und werde ich mich erstmal hier noch waschen, weil ich stink wie Drecksau. Rino ist benzinmäßig auch noch gut dabei. Das sollte passen. Und es ist auch so mal okay. So. Aber diese große Tankstelle, ganz wichtig, na, der jetzt schon mal Daumen drücken. Das da in diesen vier Zapfsäulen. Denn das Benzin werde ich benötigen. Für weitere Zukunftspläne, die wir vielleicht Mittwoch schon angehen werden. Muss ich gucken, wie weit wir bis dahin sind. So, jetzt erstmal hier rechts ran. Und baden. So, ich weiß gar nicht, ob es reicht, wenn man durchschwimmt. Man muss sich waschen. Man muss sich waschen. So. Alle hopp. Waschen. Einmal ins Gesicht gespritzt. Ah, der frische Effekt. Hör mal. Sehr schön. Und 50 und wir machen das nochmal, dass wir auf 100 sind. Sind wir auf der sicheren Seite. Ja, das ist doch schon. Oh, viel besser. Hey, nice. Das ist schön. So. Dann müssen wir ein Stück laufen. Ich glaube, der Eingang war neben der anderen Tank. Entspannt. Ganz easy. Genau, jetzt sind wir hier. Das ist für so ein Teil, ne? Weißt du, es ist irgendwie auch immer noch traurig ein bisschen, dass sie diese Soundfiles hat. Erstmal hier was. Bis jetzt ist nichts los. Vier Zapfsäulen. Ganz kurz die Daumen drücken. Finger kreuzen und Daumen drücken. Kurz innehalten, dass wir da möglichst viel Benzin rausbekommen. Okay. Danke. Ah!
Ich lasse es jetzt einfach mal unkommentiert. Ich lasse es jetzt mal komplett unkommentiert. Ja. Also. Also irgendwie, die Benzingötter waren heute nicht gnädig. Gell? Was war das denn, bitteschön? Spiel. Was willst du mir damit jetzt sagen? Komm mal. 3, 4 Liter. In 4 Zapfsäulen, Alter. Das ist unglaublich. Das ist einfach nur traurig. Es ist beschämend, ist es. Spiel, hast du gehört? Beschämend. So eine Scheiße. Mann. Wenn man die Motivationsdinger nutzt zum Lernen. Oh, die kann man durchsuchen. Okay, cool. Ah, Leute. Das ist einfach. Das ist gerade. Ich finde es gerade echt traurig. So, die sämtliche Hoffnung wurde gerade echt mit einmal genommen. So weg. Ne? Kaffee hart. Kaffee geholt. Mit Kippe drin. Alles klar. Gut. Können wir machen. So. Motivation zum Lernen für Waffen. Kunst. Ganz wichtig. Das ist schon mal gut. Insofern sie auch haltbar sind, ne? Ja, das sollte reichen. So, was haben wir hier? Aber nix. Okay. Ja gut, dann gehen wir jetzt ins Einkaufscenter. Also Tankstelle, ist okay. Ja, komm, scheiß drauf. Let's fucking go. Was haben wir da eigentlich? Das ist ein Spuren. Haben wir erstmal einen Nicker. Oh, den müssen wir wegmachen. Jetzt haben wir auch euch noch, ne? Ja, dich auch noch, bevor du in den Rücken fällst. Warum pimmelst du denn da vor Börter rum? Vor Rino? Genau, verpiss dich, jawohl. Get your shit and get out. Die halten aber auch aus, die Dreckviecher, ne? Das waren jetzt wieder 14 Schuss. Okay, lass mal, ich will noch schnell hier reingucken. Oh, das ist schön. Das ist richtig schön. Das ist toll. Gibt es zwar bestimmt nichts zu holen, aber ist schön. Ne, wir müssen jetzt hier ins Panorama-Einkaufscenter. Das ist wichtig. Alter, ist das voll. Ach, wie toll, das ist hier voll. Junge, Junge. Hi. Dewitzka.
Alright, let's go. Das ist einiges. Das ist super viel. Ja, ich weiß, ich stehe nicht richtig. Kann man nicht parken? Officer, ich muss noch, ne? Ich habe bis jetzt noch keine alte Möglichkeit. Oh, noch ein Spucker. Was ist denn hier los? Zwei Spucker. Die können durch das Auto durchrotzen. Willst du mich verarschen? Okay, der ist langsam. Das passt. Und von hinten auch noch, wo kommst du jetzt her, Mann? Ja, Gott, ich bin doch nur hier. Alter. Ja, Gott, im Himmel. Ist doch nicht. Euer Kackernst, jetzt kommen die alle rausgeschissen hier. Gib mir eure Zähne, gib mir her eure Zähne. Ich hoffe, ich finde da drin noch eine Nahkampfwaffe, ne? Sonst wird es ja bald Engikowski. So, ihn will ich erstmal platt machen. Komm doch da mal raus jetzt. Blechle. Alright, okay. Das nehmen wir mit. Habe ich eigentlich so ein Öl noch hier? Habe ich, ne? Das müssen wir nehmen für die Pistole. Alter, jetzt. Mach doch hier. Zeug. Kann weg, der hat noch ein Öl fallen lassen. Und kommt hier hin. Alright, okay, Schätzelein, wir parken jetzt erstmal. Dann gehen wir rein. So, einfach mal provokativ. So parkt man. Ganz wichtig. Alright, let's go. Panorama, da kommen sie alle raus. Holy moly. Geh mal rein in den Aal. Okay. Müssen wir vielleicht doch dann auch noch mit den Waffen rein? Ja, da kommt ein Spucker. Noch 17 Schuss kann das sein. Auch für die SVD nicht mehr viel. Okay.
Okay, ich gehe rein. Wir brauchen empfindliche Teile. Ach, das ist super riesig. Ah, Klopsi. Ah, das war so klar, ne? Alter, das Ding ist groß. Das Ding ist gut bewacht. Puh. Also Glück haben wir Moni mitgenommen, ne? Hier haben wir noch ein Krankenhaus. Da sind Krankenschwestern drin. Oh Gott. Das ist ein schönes Fleckchen hier. Der Klopsi geht snacken. Der hat Hunger, der ist ein Kaffee. Der freut sich. So, Gammelfleisch, kann weg. Aber Klopsi müssen wir erstmal platt machen, ne? Klopsi muss geplattet werden. Den müssen wir machen. Alter, der hält aus. Ha, du Nudel. Da guckst du, gell? Junge, Junge, Junge. Das ist die ganze Muni, die wir geholt haben. Schon wieder weg, hör mal, Alter. Das ist. Boah, das muss sich halt jetzt lohnen, ne? Ich hoffe, dass da drin noch keine größeren Viecher sind. Warte, wir müssen jetzt erstmal hier hingehen und müssen. Wir müssen erstmal den hier machen. So. Das haben sie aber auch echt schöner gemacht. Ne? Das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Okay, wir müssen jetzt gezielt in die... Das ist echt toll, das Teil. Das ist richtig toll. Das ist richtig gut geworden. Aber ich weiß ja nicht, was da drin noch alles rumpimmelt, ne? Wir müssen rein und... in die Elektroabteilung. Nehmen wir mal Klamotten. Phone X. Das sieht gut aus. Ja, noch ein Spucker. Das Ding ist echt... Wow, Alter! Ja, schieß er daneben! Oh.
8 Schuss. Und ein Licker drin. Auch alle so schnell, ne? Okay, das Blatt. Acht Schuss, ne? Fuck. Da sind noch einige, ne? Aber ich muss, wie gesagt, ich muss einfach nur diesen Elektronikladen hier durchlooten. In Hoffnung auf die letzten Teile, ne? Ja, natürlich. Gretchen, wo kommst du jetzt her? Gesundheit. Okay. Boah, Kinnas. Boah, Alter, das sind zu viele. Das sind super viele. Nähset. Warum denn ein Nähset? Warum denn ein Nähset? Es ist ein fucking Elektronik. Ich will einfach nur empfindlich Teil haben. Mann, Spiel. Dein Lootboxen. Das ist alles scheiße. Ja, danke. Genau deswegen bin ich hier. Komm, ist doch ein paar und dann ist doch gut hier. Auf geht's. Oh Gott, aber ich glaube, wir dürfen genug haben. So. Was ist das? Das ist irgendwie. Scheiße. Hab ich mir mehr erhofft, ne? Irgendwie so ein bisschen. Level Fitness. Zu. Wird noch gebaut. Ist aber okay. Die ATM-Dinger haben nichts. Hier geht's hoch. Wir haben hier Kleidung. Da ist da. White Rose, my dream wedding dress. Yes. Beste Auswahl, ne? Okay, wir haben hier noch Stuff. Wir haben hier Eyewear for Everyone. Free Eye ist auch noch gebaut. Die kannst du ein Bart machen lassen. Barbershop ist auch dicht. Die haben alle hier zugemacht, ne? Crystal Jewelry ist auch irgendwie zu. Also so ganz wenig offen, was schade ist. Bookstore. Hätte ich mich gefreut. Aber ist nicht. Hier. Electronic Store, das sieht gut aus. Das sieht hoffentlich gut aus. Komm, die beiden.
Let's go. Give me the electronics, bevor die Jungs da hinten ankommen. Wo kamt denn ihr jetzt rein? Durch die Tür da hinten. Gammelfleisch, Gammelfleisch. Ich will doch nur die elektronischen Teile haben, also die empfindlichen Hammer. Ich will doch gar nicht mehr. Mehr will ich nicht. Dann bin ich auch weg hier. Dann gehe ich auch. Kabel und Reifen, natürlich. Och Leute. Er ist besser Auswahlladen. Empfindlich dran ist mega. Hier kriegst du so viel abgeschmissen, das ist ein Traum. Also würde ich hingehen, lohnt sich. Na, auf jeden Fall. Danke. Boah, das ist super wenig. Okay. Was können wir mitnehmen? Wie sieht es eigentlich rüstungsmäßig aus? Kannst du mal flicken? Kannst auf jeden Fall flicken. Solange es aber der Rucksack hält, ist alles in Ordnung. Was denn damit? Och Leute, warum denn Reifen? Warum Reifen? Warte mal. Okay, hier ist viel an Auswahl. Kabel ist schon gut. Okay. Alles mitnehmen. Es ist ruhig. Alright, okay. Easy. Also wenn der Reifen braucht, ne, kommt der her. drei Reifen über diesen Laden hier. Oh Gott. Ich frage mich halt, ob es diese Spielzeugabteilung noch gibt. Im Obergeschoss und ob man dort noch Munition findet. Das weiß ich, war beim letzten Mal hier noch. Der Lacher schlechthin. So, auf geht's. Ich brauche, danke, mehr Teile. Okay, wir haben 10 Stück. Wir haben hier noch. Okay. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Schmelze fertig bauen. Die Teile haben wir jetzt auf jeden Fall am Start. Und können dann auch, vielleicht mache ich das bis zum nächsten Mal, die Waffenmagazine lesen und dann könnten wir in die Munitionsproduktion starten. Also, hoffe ich. Ich bin aber froh, dass wir das Gebäude noch gelootet haben vorher. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr wichtig gewesen, sonst hätte ich das hier nicht überlegt. Ne? Klopsi, Spucker, Exploder und die Licker. Oder der Licker. Das war echt ordentlich. Was hier rumlungert. So, ihr seid alles Deko, 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 Deko. Du bist Deko.
Okay. Gut, das haben wir. Ich würde trotzdem... jetzt nochmal nach oben gehen. Und schauen. Wir haben hier Fashion. Wir haben hier International Travel Services. Was gibt's denn bei sowas? Was kriegst du denn hier? Nix. Alles leer. Hör mal. Okay, Construction Tools. Mal, oh, ein Team Pet Shop. Schön. Was haben wir hier? Hier haben wir Nervennahrung. Ja, schmeckt am besten warm, ist aber schon verfault. Danke, Spiel. Das ist wie so eine Mogelpackung hier. Wie scheiße. Das ist halt offensichtlich, ne? So, haben wir auch Kippen. Magazin. Okay, es ist alles verdorben. Außer das Wasser. Das verdünnt mich. Motivation. Gammel und Kippen. Alles klar. Gut, das brauchen wir ja, ne? Für die Magazine. So, was kann man hier alles kaufen? Hier kannst du kaufen Katzen, Hundis. Mehr aber auch nicht. Keine Kaninchen. Nichts. Okay. Stambits. Das Herren-WC. Alles klar. Dann hier Emergency. Notausgang. Da ist alles zu. S-Mobile. Das sieht aus, als könnte man da oben noch Teile finden. Da haben wir noch Fressikowski und Zeug, aber das lasse ich erstmal stehen. Retail Space for Lease. Hier kannst du Ladenfläche mieten. Pharmazie. Oh, Pizza, nice. Da haben wir noch ein Electronic-Gedöns. Das lassen wir auch mal zu. Das Fressalien ist okay, aber das brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. In diesen Elektroladen. Den nehmen wir mit. Sehr schön. Let's go. Der wird noch gelootet. Geht jetzt hier nicht. Das Kaufhaus haben sie, glaube ich, anders jetzt wieder aufgebaut. Ne? Das alte, was ich noch kannte von der ersten Staffel, das sah anders aus. Das sah dezent anders aus. Okay, was haben wir hier bei den Wasserkochern? Nichts. Bei den Toastern von Max gibt es auch nichts. Ich würde aber, glaube ich, auch nicht nochmal hierher kommen wollen. Einfach, oder momentan, erstmal nächste Zeit nicht. Wir haben ja soweit hier erstmal die wichtigsten Dinge mitgenommen. Alles andere kann man herstellen. Und finden dann. Sehr schön. Okay, aber da hast du super viel Auswahl. Das ist schon... sehr gut. Gerade auch was Kabel angeht, die ich ja noch brauche. So, kann man noch was reparieren, dass wir die Nähkits wegbekommen? Habe ich die Schuhe? Nicht genügend. Okay. Dann die Handschuhe aber. Und die
passt doch. Und Nackets. Warum eigentlich Nackets? Ich weiß nicht. Dietrich. Lampen lassen wir drin. Wir haben zwar auch noch elektronische Bauteile und Plastik, aber das erstmal Nebensache. So. Die müssen wir noch und dann haben wir es. Der recht zügig. So, komm jetzt, ein oder zwei Teile wären geil. Müssen wir uns oben noch umschauen. Aber das kriegen wir hin. Ich meine, ich glaube, es ist alles weit hier gekillt, was irgendwie hier drin war. Inklusive Foxy und Licker. Wir haben einiges auch an Loot bekommen. Also an Items, die die Wesen halt fallen lassen. Die haben alles, die haben alles, die haben alles, die haben auch. Den. Na komm. Reifen. Also es ist vier Reifen. Kannst du schon mal hier Auto stark klar machen? Dich noch. Und dich noch. Ja, das ist schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe, ich habe die noch. Die drei Zeilen und dann. Schauen wir mal. Dann ist die auch noch. Ich habe alle. Es will einfach mal nichts. So. Okay. Happy Shoes. Kleidung, wunderbar. Dann gehen wir noch mal einen hoch. Und das letzte Ding. Dann schauen wir mal. Ist noch einer. Das ist aber nur einer, so wie es scheint. Noch ein Sportstudio. Oh, Japanese Restaurant Sushi Kyoto. Alles klar. Und da geht es noch aufs Dach. Es ist auch da oben auf dem Dach noch was Lohnendes ist. Was haben wir hier? Shoes Store for Men. Männerschuhgeschäft. Geil. So, auch noch Hüte. Da hinten haben wir Green. Das sieht aus wie Electronics. Green. Smart Appliances for Your Home. Alles klar. Nix. Für zu Hause.
So, dann sehe ich gerade noch eine Nachricht. Hallöchen, Donnerhansi. Erstmal, hi, schön, dass du da bist. Hast du Alkohol freigeschaltet? Ich glaube noch nicht. Ansonsten brauchst du fermentierten Alkohol, bevor du Schießpulver herstellen kannst. Patronenhülsen allein bringen dir relativ wenig. Das stimmt, aber ich hätte es schon mal gelernt, ne? Da hast du recht. Da müssen wir noch schauen. Aber ich glaube, Alkohol noch nicht. Müsste ich mal gucken. Sorry, dass ihr erst so spät irgendwie auf die Nachrichten reagiert. Wenn ihr so konzentriert ist bei der Sache. Kriegt man das nicht direkt irgendwie mit. Aber ja, da hast du recht. Hüte. Lifestyle. Smartphone laden. So, komm her. Ich hacke mir auch noch rum, bevor die Machete kaputt geht. Jawohl. Okay, also schauen wir hier nochmal. Dann haben wir ja aber auch echt eine lange Folge heute. Zum Abschluss noch. Aber wir haben die Teile, ne? Das ist schon mal sehr wichtig für den Ofen. So. Alles klar. Dann würde ich vielleicht noch auf dem Rückweg, das können wir noch machen, dann machen wir eine längere, deutlich längere Folge. Aber es ist auch ein großer Supermarkt. Würde ich dann vielleicht auch noch die ganzen Spirituosen mitnehmen, da ich ja noch die Waffentechnik lernen muss und lesen muss. Victoria Shop Designer Handbags for Women. Ist da mit drin? Bestimmt Schuhe. Ich warte jetzt Rucksäcke in Massen. Danke. So einen zum Beispiel. Oder einen großen Rucksack. Ja. Also hier haben wir noch Militärrucksäcke. Könnten wir im Prinzip dann gegen die kleineren in Reno austauschen. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Das wäre noch eine Idee. Ansonsten haben wir ja gar nichts. Toy Store. Wie gesagt, der letzte Toy Store, der hatte die ganzen fetten, großen Plüschdinos und hast du nicht gesehen? Aber jetzt wohl nicht mehr. Schuhe. Und Schuhe. Okay. Gut. Dann will ich die Militärrucksäcke auf jeden Fall schon mitnehmen wollen. Was sagt es hier? Wir haben hier, wir können eigentlich einen schon mitnehmen. Wir müssen mich doppelt rennen. Können wir nochmal voll machen mit den ganzen Spirituosen. Wo sind die Rucksäcke da hinten? Glamour da hinten, ne? Im Glamour-Laden. An die Scheiße jetzt. Hier drin, im Taschenladen. So, Militärrucksack. Verwenden. Jo, machst du einfach mal rein hier, ne? Den ganzen Kruscht. Magazin, Magazin, Dosen. Was ist das? Und den ganzen Suff. Die Hand, da unten wird schon wieder geklopft fleißig. Das kannst du trinken.
das hier schon mal alles hoch machen. So, einmal, zweimal, dreimal, das kann ja rein. Batterie hier hin. Ordnung ist das halbe Leben. Dann nehmen wir dich schon mal mit. Okay. Sehr elegant. So, wo habe ich geparkt? Wo kam ich rein? Ich kam... hier vorne rein. Waffentechnik hoch zu leveln empfehle ich, Holzsperre zu grinden. Kostet nur Stöcke und du levelst alle 5 Sekunden einmal. Bücher, Mod, Items würde ich mir für Dinge aufheben, die ich nicht so schnell und einfach leveln kann, wie Medizin, Schneidereien, die ersten 3 Level Landwirtschaft. Ja, ja, also ich habe Magazine echt in Massen, aber ich finde persönlich, finde ich, dass du halt mit diesen Magazinen und Ewigkeiten an Motivationsmaterial echt super schnell das levelst. Hab ich jetzt so für mich das Empfinden, ne? Ja, die können wir ja alle austauschen, ne? Ne, also deswegen würde ich das für mich halt so handhaben, dass ich dann mir das lese. Mich. Gelegentlich. Okay, finden wir hier auch irgendwie noch was an Zeug und Sachen? Ritterrüstung am Ende. Fände ich toll. Schuhe? Nee, wir holen diese Rucksäcke von oben. Die sind wichtig. Wir haben genug Teile. Das heißt, Mittwoch können wir dann im Stream auch anfangen und bauen. So, mal der Taschenladen, Glamour. Nee, da hinten der. Hinten in der Ecke. Secondhand, er freut sich, ne? Secondhand ist aber auch, bevor er überhaupt losgeht, insolvent. Ist er so. Mir meine Rucksäcke. Auf geht's. So, mal noch einer. Militärrucksack. Den hier. Nehmen wir mit. Und bring den runter. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, diese ganzen Zwischenräume hier noch zu machen. In dem alten Kaufhaus gab es da noch dezent andere Dinge, so in diesen Zwischenräumen mitzunehmen, wie gesagt. Den... ja, da kommt wieder was. Das ist eine Sache, wo der kommt. Nein, du sollst doch jetzt da runterlaufen, nicht da übers Gelände, du Arsch. Danke. Meine Herren. Und Damen. Einfach nur den Rucksack nehmen und... umlooten. So umschichten. So, du kommst, warte mal, du kommst erstmal hier hin. Kleiner Rucksack, einer raus, zwei raus. Alter, drei raus und ich da rein. Ja, Hauptsache wir haben diese Militärrucksäcke, dann die großen Rucksäcke aussortieren und dann... ne, die kleinen. So, den letzten hole ich mir noch und dann
ich ab. Dann haben wir genug. Dann habe ich mehr als genug. Wir haben die Teile. Wir können Mittwoch auf jeden Fall das Geschmelze bauen. Und können anfangen, Stahl herzustellen. Und empfindliche Teile. Das heißt, wir können dann auch noch die große Chemiestation bauen. Und Benzin auch herstellen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und die Ölpumpe vor allem. Das heißt, wir müssen dann uns auch so langsam in Richtung Ölfelder bewegen. Der nächste für mich wichtige Schritt. Ne, weil dann, wenn wir diese Ölfelder irgendwie gut unter Kontrolle haben, gut im Griff haben, dann kann man auch hingehen und kann überlegen, oh, der ist sogar schmaler als der. Ist ja vom Platz her auch praktisch, ne? Der ist zwei Dinger schmaler. Okay, müssen wir im Auge behalten. So. Alles gut, war nur ein Tipp. Ist vollkommen in Ordnung. Passt doch. Wenn man mit wenig Loot und Dauer auf der Tod spielt, levelt man halt alles, was so geht, günstig wie möglich. Das stimmt. Die Hefte verwende ich immer, um mir beim Händler zum Beispiel empfindliche Teile zu kaufen oder andere Dinge, die man nicht oder nur sehr schwer selbst produzieren kann. Hab das so verinnerlicht. Sollte keine Kritik an deiner Spielweise. Habe ich auch nicht so empfunden. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Nein, nein, gar nicht. Ne? Jeder spielt das, wie du gesagt hast, auf seine Art und Weise. Ne? Das passt. Gucke mal, guck mal, guck mal. Da steht ein Polizeiauto. Das Ding hier, Polizeiauto. Alter, wie cool. Oh, wie cool. Wie ein Polizeiauto gefunden. Und wir haben hier noch eine Feuerwehrstation. Hier drin gibt es bestimmt Muni wie Sau. Oh, schön. Oh, es ist schön. Aber ich habe keine. Jetzt so da rein lohnt mich. Ich meine, ich bin jetzt schon mal hier. Das heißt, hier ist jetzt momentan alles weg, ne? Ich weiß nicht, was da drin ist, aber den Polizeiwagen, den würde ich so gern haben. Mega geil. Haben wir den auch entdeckt? Schön. Okay. Gut, ich würde sagen, wir fahren heim. Es war ein sehr erfolgreicher Lootabend. Die Rucksäcke können da liegen bleiben. Ausgetauscht. Wir fahren jetzt heim. Langsam, easy, easy, easy. Und gucken dann. Hier ist nochmal viel los. Polizeistation würde ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich bleib drauf. Polizeistation. Das war die Tanke von hier, oder? Die Tanke, die haben wir schon. Die Tanke haben wir, ja. Die haben wir gelootet, genau. Recht am Anfang, als wir Wörter gelootet haben. Würde ich sagen, fahren wir nochmal hier durch. Und fahren nach Hause. Da haben wir noch Häuser, die könnten wir noch mitnehmen. Das ist eine Sache, wo ich jetzt herauskomme.
bestes Geräusch für so ein Fahrzeug. Immer noch. Das meine ich jetzt nicht gehässig. Streams und würde sagen 20 Teile, wir bauen den Baum noch fertig zum Abschluss. 12 Stück, noch 8 Teile. Die bauen wir noch fertig. 8 Teile sollten wir haben. Ja, guck da. Locker drin. Easy. Das heißt, Schmelz am Start. Lass mal schauen, wie viel er jetzt in dieser letzten Stunde hier noch geladen hat. Ja, einiges. Wir haben den Schmelzofen am Start. Das ist super. Das ist mega, mega cool. Das heißt, Stahlbarren, da brauchen wir nur Eisen und Aluminium. Oh. Cool. Ah, stimmt. Macht Sinn. Okay, das heißt, wir können jetzt hingehen und können das bauen. Das Ding ist das nächste, was ich gerne machen möchte. Und wir gucken mal. Alkohol und Schießpulver. Elektrotechnik, brauche ich fermentierten Alkohol. Fermentierter Alkohol. War das hier mit dem Fass? Das Brauereifass hat, glaube ich, den fermentierten Alkohol gegeben, ne? Das heißt, wir müssen dann auch hingehen, müssen auf jeden Fall noch Landwirtschaft hochziehen. Drei Planken. Hab ich noch drei Planken? Ich glaube nicht, gell? Zwei Planken. Komm, eine Planke noch. Dann machen wir Feierabend. So. Na, komm. Fass. Da. Planke und Verteile und Sticks. Mach das mal hier hin. Brauerei, was war das? Das Ding für... Sticks.
mache hier nochmal eine Planke, danke. Sticks Nummer 2. Das will ich noch schnell bauen. Okay, noch einmal irgendwie hier Gestrüpp hacken. Dann machen wir Feierabend. Dann ist Schluss. Dann aber wirklich. Ja, dann mache ich Schluss. Ich Weizen hier angebaut gehabt. Guck mal hier. Ein Röhrchen. Tomaten. Haha, schön. Okay, Weizen. Muss ich anbauen. Mais, Erdbeerkräuter, Baumwolle, Karotte, Kartoffel, kein Weizen. Gut, auf jeden Fall, es passt. Da Weißen gibt andere fermentierten Alkohol. Hin und wieder findet man auch bei den Lebensmittelhändlern. Ist aber selten, okay. Boah, dann dauert es halt auch noch bis zum Money, ne? Es ist alles so kleine Schritte. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich bin auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Okay. Wir brauchen jetzt als nächstes das Ding hier. Chemielabor. 15 Stahlbarren, Silberbarren und Werkzeugkästen. Eisen haben wir vorne das Fels. Aluminium habe ich auch noch massenweise da. Haben wir vorgesorgt. Dann würde ich sagen, machen wir Mittwoch weiter. Wir bauen. Das brauchen wir für die Windkraftanlage. Das würde ich ganz gerne auch machen. Am Mittwoch Windkraft bauen, das mal rausfinden, wie das so geht. Das habe ich mich auch noch nicht gelernt. 4 Kabel für elektrische Bauteile und Zeichnung von Windkraftanlagen. Okay. Und wir müssen das Ding hier bauen. Das da. Okay, eins nacheinander. Plastik. Und kleine Flasche Benzin. Aber dafür müssen wir dieses Chemielabor noch fertig bauen. Das machen wir als nächstes. Das machen wir vielleicht Mittwoch. Vielleicht habe ich bis dahin schon die Sachen zusammen. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine super lange Folge. Das Einkaufszentrum hat Laune gemacht. Wir haben ziemlich viel gefunden. Die letzten Sachen sind hier am Start. Und ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal für den Support auch heute Abend wieder. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Und ja, bis dahin habt noch eine schöne Woche. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.